Er war das eine Drittel des legendären magischen Dreiecks des SK Sturm in den späten 90ern und frühen Nullerjahren. Er war, so dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, zweimal Meister, dreimal Cupsieger und war dreimal Teilnehmer in der Champions League Gruppenphase. Und heute ist er dankenswerterweise Hauptdarsteller unseres Fußball-Podcasts. Darüber freue ich mich sehr. Ich begrüße ihn sehr herzlich, Hannes Reinmeier. Hallo. Servus. Entschuldige, du hast nur was vergessen, dreimal Supercup-Sieger. Allerdings. Ja. Gleich die erste Watschen, bevor das Interview eigentlich noch losgegangen ist. Na, völlig Nein, richtig. Kein Problem. Völlig richtig, alles gut. Es hat sich einiges getan in deiner Karriere, so glaube ich, kann man das schon formulieren. Ich habe mir ein paar Schlagworte aufgeschrieben, anhand derer ich mich dann so durchwühlen mag. Beginnen mag ich ganz gern im Jahr 1987 mit der ersten Profistation des Hannes Reinmeier. Das war die Wiener Austria. Ja, richtig. Dort, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, ist der große Durchbruch allerdings nicht geglückt. Wieso das? Naja, das darf man nicht vergessen. Es waren halt keine schlechten Kicker damals, naja, die dich umgeben dazu. Haben. Na, der Herbert Prohaska noch gespielt, der Obermeier Erich. Also es war nicht irgendwo, was da gespielt hat und der Ogris Andi und da waren ja wirklich Stöger-Peter und so. Das war ja nicht irgendwo eine Truppe, das muss man schon wirklich sagen. Aber das darf man nicht vergessen. Ich war damals 15 Jahre, da war ich in der 21er und ich war damals 18 Jahre. Also das vergessen die meisten Leute, weil ich schon so früh angefangen habe, dass ich sehr jung schon meine Karriere gestartet habe. Und natürlich, als Junge macht man Fehler und die macht man, das muss man machen, dass man weiter daraus lernt. Aber ich muss sagen, dass ich sage jetzt, das ist so flapsig, also ich habe mit 18,5 glaube ich debütiert bei der Austria Wien. Also ich bin dann Profi geworden. Es ist dann natürlich ein bisschen was schief gegangen bei der Austria, das muss ich auch sagen. Aber da hat ein gewisser Herr Fellner, das sage ich jetzt auch ganz klar, die Schuld und niemand anderer. Der mir einfach nicht mehr hat. Das sind Fakten, das war damals so. Und somit hat sich das alles verändert. Mhm. Damals in den späten 80ern und frühen 90ern hast du dem Vernehmen nach, oder nicht dem Vernehmen nach, sondern dokumentierterweise ja fast jedes Jahr einen neuen Club gehabt. Ja, oder Salzburg, Sportclub. Naja, ich habe mir dann am Anfang, wie ich von der Austria weggegangen bin, bin ich zu Wiener Sportclub gegangen. Leider ist der Trainer damals schon verstorben, jetzt der Alfred Riedl hat mich damals geholt. Hat dann dort auch nicht so funktioniert, war aber beim Bundesheer, das darf man nicht vergessen, und habe mich dann eigentlich sukzessive aufgearbeitet. Das heißt, über die Wiener, da habe ich Bundesliga gespielt schon mit, das darf man nicht vergessen, da war erst, glaube ich, 19,5 oder 20 Jahre, habe fast jedes Bundesligaspiel gemacht und habe in der Aufstiegsplayoffs einmal wieder aufgestiegen. Also war nicht so wenig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir sind mit 20 Jahren schon Bundesliga spielen und glaube ich, da habe ich 3-4 Tore schon gemacht. Ist das okay fürs erste Jahr? Und war dann so, dass bei der Wiener eigentlich das super geklappt hat. Mit Trainer von Felix Latzke und Leitner war das wirklich sehr gut und das hat funktioniert und dann haben wir ja sukzessive verbessert. Ich bin dann zu Stahl Linz gegangen, ein Jahr später, wo du ein sehr gutes Angebot gehabt mit unter anderem Lindenberg im Tor, Jürgen Werner. Es war eine sehr, sehr gute Mannschaft, waren wir teilweise sogar Erster und habe dort auch alles gespielt. Also es war auch nicht so schlecht das Jahr und bin dann natürlich ich war schon vorher von Salzburg ein Angebot gehabt, wo ich gesagt habe, für meine Entwicklung ist es besser, wenn ich nicht nach Salzburg gehe, ein bisschen früher. Zu früh der Weg für mich, weil Salzburg war damals schon mit Harry Weber, mit Wilfried und die ganzen und Ristic, war das natürlich super besetzt die Mannschaft und da hätte ich weniger gespielt. Das war eigentlich das Thema. Ich habe dann ein Jahr noch Bundesliga gespielt und habe dann den Weg nach Salzburg gesucht. Und dann kam irgendwann das Jahr 1993 und der erste ganz große Coup in der Karriere des Hannes Reinmeier, nämlich der Wechsel in die deutsche Bundesliga zu Duisburg. Wie ist der vonstatten gegangen? Es war ganz kurios eigentlich. Ich habe ein halbes Jahr in Salzburg gespielt. Und Duisburg, ich habe einen Manager gehabt in Lobenhofer damals und der hat gesagt, du, Duisburg sucht einen Mittelfeldspieler, einen Offensiven. Die wollen unbedingt von der zweiten Liga auf, das war gerade Zeit, Ost und West zusammen in Deutschland, da waren sehr viele Mannschaften und das war ganz, ganz eng. Und sie haben genauso einen Spieler gesucht, aber schon eher für die erste Bundesliga. Noch nicht für die zweite, sondern aber ein halbes Jahr schon dort sein, dass man alles kennenlernt, dass man das, aber eher für die Bundesliga dann schon. Und so ist das dann gekommen. Dann habe ich Probetraining dort gemacht, war in Portugal und dem mir am nächsten Tag so verpflichtet. Also, habe ein Testspiel gemacht dort, habe 3 Tore gemacht und war natürlich alles erledigt. Und so ist das gelaufen dann. Gibt schlechtere Bewerbungen. Ja. Es gibt schlechtere Bewerbungen und vor allem, das muss ich auch sagen, ich habe dort, glaube ich, mit Uerdingen glaube ich, knapp 50 Bundesligaspiele gemacht, der deutschen Bundesliga oder 45, so irgendwas waren es, in 2,5 Jahren, das ist nicht so schlecht. Und man darf nicht vergessen, ich war damals noch nicht EU-Ausländer. Allerdings. Das darf man auch nicht vergessen, das haben viele vergessen das immer wieder. Und man darf auch nicht vergessen, ich war erst 22. Und trotzdem schon, 20. Und trotzdem schon heute noch dokumentiert auf YouTube, Torschütze gegen Bayern München. Damals beim 2:2 genau. Vorher, 31.000 Zuschauer. Vorarbeit Peter Kötzle. Ja. Das war ein spannender Typ, auch für die Medien. Ich kann mich erinnern, der war dann ein paar Tage später im Studio. Der hat ausgehört wie so ein Rockstar, ja, mit langen Haaren. Ja, mit Harley Davidson und alles Mögliche. War aber ja, ein von den bösen Onkels. Typ, war ein Bayer und hat vorher in der Schweiz gespielt.
war eigentlich ein super Mensch und war immer lustig mit der Mannschaft. Was generell, es war dann unter anderem der Danat Michael, hat er da gespielt in Duisburg, der dann bei Bayern natürlich eine große Karriere gemacht hat. Es waren einige spannende Spieler da dabei, wie Michael Breitz. Dieses Tor gegen Bayern hat einen besonderen Stellenwert oder ist es nur interessant, wenn die Journalisten darauf ansprechen? Nein, es sind natürlich, wer macht es gegen Bayern? Wie viele Spieler gibt es, die was gegen Bayern ein Tor machen dürfen? Und vor allem, es war halt ein Pech, weil wir erst in der 94. glaube ich, einen Ausgleich gekriegt haben. Scholl damals, glaube ich. Ja, Ausgleichstorschütze. Ja, aber es war ein wunderbares Erlebnis. Wir haben eine super Saison gespielt. Wir waren der beste Aufsteiger. Jetzt hat uns Leipzig eigentlich erst vor ein paar Jahren, also voriges Jahr, überholt als bester Aufsteiger. Wir waren ja nach der Winterpause Erster mit -5 Torverhältnis damals. Das war auch kurios. Durch die 2-Punkte-Regel ist das gegangen. Also, es war eine witzige Saison, muss ich sagen. Die Trennung von Duisburg ist damals ja nicht ganz friktionsfrei verlaufen. Zumindest ist es so in den APA-Archiven archiviert. Damals ist zu vernehmen gewesen, dass Trainer Lienen gemeint hat, Rheinmeier sei nicht mehr ganz fit, so steht es zumindest da drinnen. Was war konkret los? Kompletter Blödsinn. Sie haben nicht die Ausländerplätze gebraucht für Amonike damals. Da war damals Nationalspieler Ghana. Der aber dann zu Benfica gegangen ist, nicht zu Duisburg. Nigeria, glaube ich, oder? Oder Nigeria. Nigeria. WM 94. Genau, und war ein sehr guter Spieler und dem man nicht die Ausländerplatz braucht. Und das war das Thema und deswegen habe ich gehen müssen. Warum dann Bayer Uerdingen? Wie ist es dazu gekommen? Da habe ich ein Angebot gehabt und habe mir gedacht, das kann vielleicht das Richtige sein für mich, für die Entwicklung weiter, dass ich in der deutschen Bundesliga bleibe. Ich habe schon von Sturm Graz vorher schon ein Angebot gehabt, also in diesem Jahr nach Duisburg. Du hast gesagt, nein, ich möchte es unbedingt probieren in der deutschen Bundesliga. Ich glaube, dass ich Zeug dazu habe. Problem war, dass ich dann in dem Jahr sehr, sehr viel verletzt war. Ich habe einen Blinddarm-Durchbruch, aber eine schwere Operation gehabt, habe dann Drüsenfieber gekriegt. Also es war ein Jahr zum Vergessen eigentlich und habe dort in Uerdingen eigentlich nie Fuß fassen können. In Wirklichkeit. Trainer wenig gespielt. Friedhelm Funkel damals, ja. Auch kein ganz Unbekannter. Was muss man über den wissen? Nicht viel. Mantel des Schweigens drüber. Muss was war das Problem? Na, menschlich, zwischenmenschlich war das. War natürlich auch ein sehr junger Trainer, der natürlich sicher mehr dazu gelernt hat. Also von der menschlichen Seite war er eigentlich sehr niedrig anzusiedeln, das muss man ganz ehrlich sagen. Alles klar. Haken unter das Thema Friedhelm Funkel, alles erledigt, denn jetzt wird es eben wirklich spannend in der Karriere des Hannes Rheinmeier. Wir schreiben das Jahr 1995 und es beginnt der Neustart, würde ich einmal sagen, in Österreich. Hannes Rheinmeier kehrt zu Sturm Graz nicht zurück, sondern er kehrt erstmalig dorthin, weil Hannes Kartnick ein Auge auf dich geworfen hat. Wie sind diese Verhandlungen vonstatten gegangen? Ich glaube, Mehlich ist dann ziemlich zeitgleich mit dir gekommen. Mit mir gleichzeitig. Wir haben sie sogar getroffen bei der Vertragsverhandlung. Er ist zufällig im Büro von Kartnick gerade eingekommen. Nein, ich habe ein paar Angebote gehabt von Österreich zurück, unter anderem von Austria Wien, von Austria Salzburg damals noch und eben von Sturm Graz. Da haben wir das natürlich alles angehört und war eigentlich von Sturm sofort überzeugt. Ich weiß nicht warum, das war einfach eine Gefühlsgeschichte. Da bin ich mit meiner Frau, also jetzt mit meiner Ex-Frau, nach Hause gefahren und gesagt, das ist, egal wie viel man da verdient oder sonst irgendwas, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das war einfach. Weil, was hat dich so sicher gemacht? Keine Ahnung. Was war ein Bauchgefühl? Ich weiß nicht, ich war mir ziemlich sicher, dass das ist, was ich machen würde, die Philosophie, was ich gehabt habe, mit vielen jungen Spielern, mit einem interessanten Trainer, den man ja natürlich gekannt hat und wo man auch wusste, der ist beinhart im Training. So war eigentlich für mich der richtige Schritt. Gott sei Dank hat sich das dann so ausgezahlt. Habe natürlich auch einige Zeit gebraucht, dass mir das Training einmal verkraftet von ihm, durch die lange Verletzung, die ich gehabt habe. Nicht zuletzt, weil er dann 96 ein gewisser Pepe Giannini geholt wurde nach Graz. Wie hast du denn das aufgefasst? Naja, da wäre ich fast gewechselt. Also das erste Jahr war klar, da haben super gespielt, da muss ich sagen, da hat der Wettel, ein Haas, ein Ivo, ein Hörmer Walter, die haben super gespielt, die haben super performt, da war der Grassler höher, wenn er da, die haben das super gemacht, da kann man nicht sagen, die haben das hervorragend gespielt. Und wenn ich reingekommen bin, habe ich meine Minuten gehabt, das hat eh passt. Aber ich war noch nicht so weit, dass ich da spielen hätte können. Da waren die besser zu der Zeit, das war okay. Aber dann ein Jahr später, wo ich dann schon fit war, körperlich auch richtig fit war, hat mir das schon schwer enttäuscht, dass man mir so einen Spieler vor die Nosen setzt. Das war der cool. Dann, ja, muss man ja, jetzt im Nachhinein ist man immer gescheiter, trotzdem sagen muss, jetzt nicht wirklich gezündet hat den Sturm. Flapsig formuliert, ist ja als Flop eingegangen in die Geschichte. Wobei, war eigentlich, muss ich sagen, auch in der Mannschaft irrsinnig anerkannt und war ein super Mensch und super Typ, das muss man auch wirklich sagen. Und also kicken hat er auch können. Richtig gut kicken können. Er hat es leider nicht umbringen können, warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. War ja als Spieler auch zu weit weg, also habe ich nicht
nicht das beurteilen können, aber ich muss sagen, er war im Training immer top. Also da kann man überhaupt nichts sagen, der war immer top vorbereitet, der war nett, der war zugänglich, der war also alles. Also für mich auch noch immer ein Superstar, weil er wirklich so war, wie er war. Und das war wirklich absolut in Ordnung. 96-97 gab es dann die ersten Titel in der Geschichte des SK Sturm mit den beiden Cup-Siegen. Und ganz interessant, auch das findet man heute noch auf YouTube. Ich glaube, 97 hat bei der Feier in der Kabine das berühmte Schwanzerl vom Heinz Schilcher dran glauben müssen. Fühlst du dich schuldig? Warst du Mittäter damals? Nein, ich war nicht Mittäter. Willst du irgendwas sagen zu der Causa? Ich weiß nur, dass der Heinz, Gott hat ihm selig, richtig sauer war, dass wir das gemacht haben, das weiß ich. Aber da hat er ein bisschen durch, das hilft nicht. Die wachsen ja noch. Und dann kam die ja fast schon legendäre Saison 97-98 mit schon einem jetzt legendären Saison- und Stadioneröffnungsspiel. Das damalige Schwarzenegger Stadion wurde eröffnet mit einem standesgemäßen 4:0-Sieg im Derby gegen den GAK. Und dann hat das wirklich zu laufen begonnen. Nein, also man hat schon vorher gesehen, die jungen Spieler haben sich immer mehr Schock, Markus, Hasmeier, die sind immer besser geworden, immer stärker mit älteren Spielern. Da war ich schon eigentlich ein älterer Spieler mit 26, 27. Ivo war schon 27. Das waren mit den jungen Führungsspielern. Die Jungen waren auch Führungsspieler. Die sind schon in die Rolle reingewachsen. Die haben schon 100 Spiele gehabt in die Füße. Die haben das wirklich super gemacht. Also, die haben sich stetig weiterentwickelt. Die haben da nie aufgehört zum Trainieren. Hat dann natürlich geschuldet mit einem super Trainer, der uns so lassen hat, wie wir waren. Der uns nicht verbiegen wollte. Der einfach gesagt hat, ja, ich muss das System so anpassen oder die Spielweise so anpassen, was ich Spieler habe. Also heute ist ja oft die gängige Meinung, man braucht eine Spielphilosophie, die muss man über den ganzen Club drüber stülpen und danach sucht man erst das Personal aus, nämlich das Spieler und Trainer. Das wäre der Idealfall, aber in Österreich ja fast nicht möglich, weil man nicht jeden Spieler kaufen kann. Es werden dann halt meistens Salzburg, Barcelona und Ajax genannt, als Beispiele. Ja, das ist eh okay, das geht ja, aber ich glaube, dass ich als Trainer sehr flexibel sein muss, dass man sagt, okay, ich muss was finden, was der Mannschaft gut tut und was sie können. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und das war bei uns eigentlich immer, was bei uns in der Mannschaft war, war irrsinnig großer Respekt gegenüber den anderen. Das war immer immer gegeben. Also das war wurscht, ob der Ersatz war oder auf der Tribüne gesessen ist, ob der gespielt hat. Das war vollkommen egal. Das war Respekt unter allen, auch im Zeugwart und Platzwart. Das war immer gegeben. Mhm. Also das. Und Osim sagt man ja nach, dass er so ein bisschen antizyklisch trainiert oder agiert hat. Das heißt, Mario Haas sagt das zumindest immer. Kaum habe ich ein Tor geschossen, konnte ich mir sicher sein, dass es am nächsten Training eine am Deckel gegeben hat. Ja, 100%. Ja. Und sobald ich aber schlecht dann drauf war, dann hat er den einfühlsamen Vater gespielt. Genau, das hat er ja genau kennen. Er hat genau gewusst, welchen Spieler wie er angreifen muss. Wie hat man einen Hannes Reinmeier angreifen müssen? Eigentlich ganz normal. Es war meine Sagst du? Jeder hat seine Eigenheiten, das ist eh ganz klar. Aber ich glaube, dass man das normal. Ich war halt, ich meinen eigenen Kopf gehabt, dadurch war ich auch kreativ und habe meine eigenen Sachen oft gemacht. Ganz klar, das ist für einen Trainer nicht immer leicht, dass er da oft drüber schaut. Der Osim hat das kennen. Somit habe ich auch meine Leistungen gebracht. Und ich glaube, das weiß ich nicht, wie viele Tore das ich gemacht habe, 60 Tore bei Sturm in 6 Jahren. Als Mittelfeldspieler ist, glaube ich, nicht so schlecht. Keine ganz schlechte Marke, glaube ich. Ja, und vor allem, glaube ich, weiß ich nicht, 60 Assists noch dazu, so ungefähr. Also, der Haas sagt, dein Glück war, dass er jeden deiner Pässe erlaufen ist, egal wie schlecht sie waren. So kann man es auch sehen. Das macht ihr euch aus untereinander. Das lassen wir so stehen. Das kostet mehr. Es kam also der erste Meistertitel in der Geschichte des SK Sturm und die erstmalige Qualifikation für die Champions League mit dem Qualisieg gegen Újpest. Mhm. Und dann muss man auch fairerweise sagen, sind jetzt nicht die allerschlechtesten Mannschaften Sturm Graz zugelost worden. Nämlich, schauen wir mal, was im Kopf richtig habe, Inter Mailand, da war damals ein gewisser Ronaldo unter Vertrag. Genau. Real Madrid und Spartak Moskau. Richtig? Nein, glaube ich nicht. Nein. Spartak Prag? Nein, Spartak Moskau war es richtig, aber wir haben, glaube ich, gehabt Manchester, oder? Inter, Real und dann Spartak Moskau. Genau. Ja. Und dann zweites Jahr Olympique Marseille, Kroatia Zagreb und Manchester United. Genau. Wenn irgendwelche Erinnerungen an die Begegnungen mit den Superstars gegeben? Ich glaube, Melich ist einmal mit Beckham ziemlich aneinander gekracht. Das wird er dann im Nachhinein auch ausgeschlachtet. Ja, das ist ja ganz klar. Das Ideal ist ja lustig, wenn der Kleine gegen den Großen ein bisschen was tut. Aber es ist ja nichts Tragisches gewesen. Nein, ich muss sagen, auch die ganzen Superstars, die waren immer sehr, sehr korrekt am Platz. Sie haben uns natürlich nicht ganz ernst genommen, das muss man auch sagen. Das hat man gemerkt. Das haben sie geglaubt.
Aber wir haben auch stetig dazu gelernt. Im ersten Jahr war natürlich das erste Mal Champions League, war natürlich was großartig für alle, für die Fans, für uns. Es waren natürlich Lehrspiele. Das war vom Tempo her, vom was macht man, wie schnell zieht man wieder zurück. Es sind viele, viele Dinge gewesen, wo wirklich was von Spielern gesagt hat, jetzt weißt du, warum die dort spielen. Mhm. Das kommt nicht von ungefähr. Ich denke an einen Redondo, den kennen viele gar nicht mehr. So, ja, der hat gespielt in Graz, das war ja unglaublich, da kriegst du keinen Ball hin, da wischst keinen Ball gegen so einen. Mhm. Das ist sensationell, wie der Fußball spielt. Und da lernt man halt auch stetig dazu, wenn man sich da auch gewillt ist, natürlich dazu zu lernen. Und gegipfelt ist der von dir angesprochene Lernprozess dann in der dritten Teilnahme und im Sieg. Gut, im zweiten Mal waren wir schon im UEFA Cup. Richtig. Im UEFA Cup weitergekommen. Eins darf man nicht vergessen, Parma war auch. Dieses Spiel, darüber müssen wir dann auch sprechen natürlich. Also mit Platz 3 in der Champions League ist Sturm, glaube ich, ausgeschieden. Genau. Kam dann Parma zugelost. Genau. 1:2 Auswärtsniederlage. Ja, und dann beim Stand von 2:3 kam dieses umstrittene Phantomtor, von dem Hannes Reinmeier unmittelbar nach Spielende gesagt hat, da brauche ich gar nicht diskutieren, wenn ich sehe, wie lange die Arme von Pepe sind. Das kann nie ein Tor gewesen sein, ob der Schiri gehört aus dem Verkehr gezogen. Bist heute auch noch so emotional, wenn du auf das Spiel angesprochen wirst? Ja, unbedingt, weil keiner mehr weiß, dass ich 2 Tore gemacht habe. Das ist der eigentliche Skandal an der ganzen Geschichte. Dass eigentlich bis nun mal der Große hört und so ist das alles in Vergessen hat geraten. Und vor allem auch die Mannschaft, wie sie Fußball gespielt hat. Das war ja schon so, dass wir in Parma sehr, sehr gut gespielt haben und die eigentlich einen Unentschieden schon verdient hätten. Und dann kommt sowas natürlich, damit so gegen dann, vor allem die wären dann Europacup-Sieger. Das ist noch das physisch Schlimmere. Mhm. Also du weißt, was du für eine Chance auslassen hast, dass du vielleicht noch weiterkommen wirst. Mhm. Was du für Qualität schon gehabt hast für den UEFA Cup. Das ist halt zum Vergleich mit Europa League circa. Mhm. Dass du wirklich vorne, so wie Salzburg, ganz vorne mitspielst. Aber du bleibst jedenfalls dabei, dass das kein Tor war, dieses. Für mich kann man es nicht vorstellen. Vor allem, das weiß ich nicht, ob es ein Tor war oder nicht, das kann ich auch nicht beurteilen von meiner Warte. Nur wo der Linienrichter gestanden ist, kann er das auch nicht sehen. Der kann es nicht gesehen haben. Und das geht es. Ja. Das ist eigentlich das Thema. Und das Thema ist einfach, so ein Schiedsrichter oder Linienrichter darf man nie wieder pfeifen lassen. Fakt. Hast du die Karriere des Linienrichters noch weiter verfolgt? Hat er jemals begriffen? Nein, das tue ich sonst so nicht, weil es eh nichts bringt. Okay. Also es kam dann die dritte oder die dreimalige Teilnahme an der Champions League und dann der vielleicht größte Erfolg überhaupt oder zumindest wieder von vielen Experten so eingestuft in der Geschichte. Man ist nämlich tatsächlich Gruppensieger geworden und dann in die zweite Gruppenphase, die es damals noch gegeben hat, eingezogen. Kurioserweise, das muss man auch sagen, durch die Ergebnisse. Richtig. Was wir gehabt haben, eigentlich war das sehr kurios. Weil wir auswärts eigentlich sehr, sehr schwach waren. Und klare Niederlage, glaube 5-0 gegen Monaco und Glasgow Rangers. Aber auch zu Recht in der Höhe, muss man auch, wenn man noch betrachtet. Aber dann wieder, wie wir da immer wieder aufgestanden sind und gesagt haben, es ist unglaublich, wenn wir dann gegen Istanbul das 3-0 daheim, das war ein unglaubliches Spiel, was wir da abgeliefert haben, auch gegen Glasgow Rangers daheim. Ich glaube, da haben wir das Tor der Champions League gemacht, zu der Zeit, das Sergio Juran. Das war ja, ich glaube, wenn das in Italien passiert, schlungst du die Kehlpfaffe. Nein, weil das war ein unglaubliches Tor. Und Robert Seger hat heute noch Stimmprobleme, weil er es damals kommentieren musste und sich überschlagen hat. Nein, das war wirklich, das war eine Saison. Es hat natürlich die Konstellation irgendwie zusammenpasst, weil du bist, glaube ich, mit 9 Punkten waren wir Erster. Durch das Tor, irgendwas war da. Und es war eigentlich ungewöhnlich, dass du mit so viel wenig Punkten Gruppenerster wirst, in Wirklichkeit. Wie hast du denn, vielleicht wenn wir das nochmal allgemein rekapitulieren wollen, diese Euphorie um eure Mannschaft innerhalb der Stadt wahrgenommen? Ich glaube, ihr wart ja die Backstreet Boys mehr oder weniger von Graz. Ein bisschen übertrieben, aber... Nein, ihr wart ja keine schieren Burschen damals. Auch noch nicht übrigens. Ja, gut. Ein bisschen älter, aber sonst... Nein, das hat man schon natürlich extrem mitgekriegt. Also es ist ja so, dass die Leute heute noch, wenn es durch die Stadt geht, die meisten ja noch kennen oder sehr viele noch kennen. Und das ist dann schon ein Beweis, dass du sehr viel geschafft hast mit der Mannschaft. Und das ist doch schon über 20 Jahre her. Und muss ich sagen, Hut ab, dass wir das geleistet haben zu dieser Zeit. Ich glaube, dass es heute fast nicht mehr möglich wäre. Einfach weil die Schere zu weit auseinandergegangen ist. Finanziell und alles viel zu weit auseinander ist schon. Apropos Finanzen, da müssen wir jetzt natürlich auch noch einmal den Namen Hannes Kartnick in den Mund nehmen, der so der Architekt dieser Wundermannschaft damals war und dessen Werdegang dann hinlänglich dokumentiert ist. Das wollen wir jetzt nicht noch einmal aufrollen. Aber wie hast du denn dann letztlich seine weiteren, sagen wir mal, Lebensstationen aufgenommen, beziehungsweise wie bewertest du die Ära und das Lebenswerk Kartnicks in der Retrospektive? Also, man muss einmal, also ich kenne mich da zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war der Kartnick Hannes ein unglaublicher Mensch mit einer unglaublichen Streitkultur, muss ich sagen. Streitlust auch? Streitlust auch, aber Streitkultur.
weil das war nicht mit dir gestritten und das war aber dann nachher dann erledigt. Und der hat das gesagt, was er sich gedacht hat. Und war aber nicht beleidigt, wenn du mal was gesagt hast. Das war ja, das ist für mich Streitkultur und das war super von ihm, muss ich sagen. Und ich kann über den Hannes Karp nichts Negatives sagen. Ganz im Gegenteil, für mich war das eigentlich immer lustig und wirklich ein Geschäftsmann, der hat das als Geschäftsbetrieb. Das war ja nicht so, dass er das Lust und Laune betrieben hat, klar. Aber er hat es, glaube ich, sich selber nicht bereichert. Das glaube ich nicht. Also das weiß ich nicht, aber das glaube ich nicht. Ich finde es sensationell, dass das Lebenswerk, was er gemacht hat, und dass das ewig für ihn bleibt. Und ich hoffe, ihm wird es noch lange gut gehen und er wird noch sehr, sehr alt werden. Schauen wir mal. Ja. Du meinst, weil er den Frust selten runterschluckt, oder was? Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch so. Ich bin jetzt vor kurzem beim Sommerfest, hat uns eingeladen. Das war ganz witzig wieder bei ihm daheim und das war wirklich sehr nett. Und ich bin froh, dass ich ihn immer wieder mal ab und zu treffe und wir können ein bisschen plaudern. Alles klar. Anfang der Nullerjahre ist dann halt diese goldene Ära schön langsam ins Ausklingen übergegangen und auch Hannes Reinmeier hat den Abschied von Sturm Graz bekannt gegeben. Warum eigentlich? Warum ist es ein nicht noch längeres Engagement bei Sturm geworden? Nein, es war dann so, sie haben dann, weiß nicht, es war so ganz witzig, sie haben dann Spieler geholt. Da gibt es ja zigtausende, aber da kann ich ja 20 aufzählen, die ja natürlich nicht gut waren, und wo man gesagt hat, die waren einfach nicht gut genug für diese Mannschaft, dass uns die ausdrängen hätten können. Aber sie wollten unbedingt den Umbruch machen. Es hat angefangen, glaube ich, der erste Spieler war mit Popovic, den sie einfach gestanzt haben, wegen einer Mauer, glaube ich, wegen einem Nicht-Ausländerplatz, war ja da irgendwas. Ganz genau wird das dann nicht so mitgekriegt. Auch so ein Millionen-Flop. Ja, so naja, nein, Flop. Ich mein, vielleicht sagt vielleicht man halt so. Ja, man sagt immer, wir haben ihn nicht angespielt. Kompletter Blödsinn, das möchte ich jetzt einmal öffentlich sagen. Kompletter Schwachsinn, weil es geheißen hat, der Ivo, ich spiele ihn nicht an. Ich hätte jetzt einem rausgeekelt. Ja, es ist ja kompletter Schwachsinn. Es wäre doch ein Blödsinn, wenn ich einen Spieler habe, der mir Tore macht, dass ich den nicht ausspiele. Es hat einfach nicht funktioniert. Warum auch immer, kann ich nicht sagen. Weil wie wir weg waren, hat es nicht funktioniert. Also, das war ja wurscht. Hm. Da war ich schon weg, der Ivo war weg, der war in Japan und hat trotzdem nicht funktioniert. Also passt irgendwas nicht. Hm. Und haben dann eigentlich Spieler geholt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die nicht mehr die Leistung bringen haben können, die was wir gebracht haben, das muss man schon sagen. Und all diese Faktoren haben dann in Summe deinen Entschluss reifen lassen? Nein, gar nicht. Es hat sich dann so ergeben, weil ich dann auch schon wenig gespielt habe und habe aber gesehen, dass schlechtere Spieler spielen, als ich bin. Und dann bin ich weggegangen. Jetzt darf ich vielleicht nur kurz erklären, wo wir hier überhaupt sind. Wir sitzen im Garten des Hotels Kernburm in Graz. Das ist jenes Hotel, das die Frau eines gewissen Heribert Weber betreibt. Und ja, über Heribert Weber können wir dann den Wechselpass zur nächsten Station des Hannes Reinmeier spielen, Saarbrücken. Ja, dort war nämlich zumindest ein paar Wochen oder Monate Heribert Weber noch dein Trainer. Eine Woche. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber offiziell war es zumindest. Ja, offiziell war es. Ja, es war eine ganz kuriose Geschichte eigentlich. Vertrag unterschrieben in Saarbrücken und der Herr hat sich gefeiert, passt, das Spieler, das, gegen einen Abstieg ist das gegangen, zweite Liga damals, passt genau. Der Carsten Hurtwelke ist auch von Alltag, der was damals in Alltag gespielt hat, hat dann auch dort gespielt noch und hat eigentlich alles passt und ich fliege noch ins Trainingslager nach Portugal und zwei Tage später war der Herr Weber nicht mehr da, war er nicht mehr Trainer. Also es war ganz, ganz witzig, also kurios dort, es war Chaos pur dort, habe ich dann auch gesagt, was mache ich dann eigentlich noch da, sinnlos. Dann ist der Tom Dulli gekommen, ich weiß nicht, das wird auch einfach so als Trainer. Der hat sich bemüht, aber es war einfach, da war einfach nicht mehr drin. Hannes, was macht denn das Schlagwort Weltmeisterschaft 1998 mit dir? Tut mir noch immer weh. Und was macht dann vielleicht, wenn ich das gleich nachschießen darf, das Schlagwort Andi Herzog mit dir? Ach, nichts, gar nichts. Überhaupt nicht. Also vielleicht auch mal zum Hintergrund erklären. Es wurde halt immer so transportiert, als würden Reinmeier und Herzog um die Position im Team streiten sozusagen. Ja, Herzog, wenn er fit ist, braucht man nicht diskutieren und nicht streiten. Wenn er fit war, war er der beste Spieler in Österreich auf der Position. Da gibt es keine Diskussion. Und da braucht auch keiner irgendwie was reden. Das war so. Er war leider bei der WM nicht richtig fit. Zehn Probleme, was meinst du? Das war das Thema, was da gegeben hat. Ich habe da nie einen Druck drauf das gemacht oder sonst irgendwas. Ich habe gewusst, ich schaue, dass ich meine Chance kriege, dass ich mich spielen kann. Und du hast das, glaube ich, damals schon auch öffentlich erwähnt. Also ich glaube, unmittelbar vor dem Italien-Match hast du gesagt... Vor dem Italien, ja, jetzt wird es Zeit, dass ich spiele, weil ich habe meine Trainingsleistung gesehen. Und was meine, auch passiert ist dann. Ja, was auch dann passiert ist. Und ich glaube, die Leistung war nicht so schlecht. Und wir haben Italien eigentlich... hätten wir müssen gewinnen. Also zumindest unentschieden spielen. Mhm. Und dann war es, glaube ich, ein Losentscheid geworden sogar, wer dann aufsteigt. Mhm. Aber ich glaube, mit der Mannschaft war viel mehr drinnen gewesen. Ich weiß nicht. Hört man eigentlich von allen Seiten, ja. Und es war eigentlich schade. Ich meine, ich verstehe bis jetzt den Heri auch, in Prohaska, warum er das gemacht hat. Ich würde auch den Spieler vertrauen,
die haben natürlich die WM gebracht haben. Da brauche ich ja nicht einmal eine Sekunde. Also Herzog vielleicht die prägende Figur in der Qualifikation. Das brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Der hat gegen Schweden das Goal gemacht. Ich meine, da war ja nie irgendwas, ist ja nie was Böses. Ich habe mit dem Herbert immer nachher noch gut verstanden. Ich habe mit dem noch gut verstanden. Ich habe ja kein Problem damit. Das ist einfach sportlich. Er hat sich so entschieden, damit muss man leben. Aber ich will natürlich schon, dass, auf meine Position habe ich dann schon gesagt, dass ich spielen will natürlich. Ich fahre nicht zu einer WM, dass ich nicht spielen will. Ja. Entschuldige. Aber eine mögliche Wahrheit, die WM Endrunde 98 betreffend, ist vielleicht auch, dass Hannes Kartnick dann im Hintergrund ein bisschen Stimmung gemacht hat und das Mannschaftsgefüge durcheinander gebracht hat, nämlich Stimmung pro Sturmachse gemacht hat. Hast du das vernommen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ganz ehrlich, das haben wir in der Mannschaft. Also ich hab das nicht so vernommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hört man heute halt so, wenn man recherchiert. Kann leicht möglich sein, das weiß ich nicht. Das also er hätte angeblich heute halt so ein bisschen versucht, Stimmung für Rheinmeier-Vastic zu machen. Ist er vielleicht aus Erhocken? Ja, das ist ja seine Arbeit auch, na klar. Und er will ja natürlich, dass seine Spieler spielen, weil es, ich weiß nicht, da geht es ja um einen Marktwert auch von den Spielern. Weil er denkt sich dann schon, gut, wenn der super WM spielt, den kann ich vielleicht um 10, 15 Millionen verkaufen. Schilling damals noch halt. So gerissen war er schon, der Kartnick. Das glaube ich auch. Also auf das denke ich schon, dass er so denkt, dann weißt du natürlich. Wie hast du denn, du bist am Wort, wie hast du denn deine Station beim SV Mattersburg abgespeichert? Das war ja damals zumindest von den Namen her alles andere als eine schlechte Truppe, muss man ja wirklich sagen. Ja, souverän, glaube ich, den Aufstieg hat er geschafft. Da habe ich auch ganz schlecht Phase gehabt, da war ich nicht gut gespielt. Da war ich nicht, weiß nicht, da hat es nicht passt irgendwie, ich weiß nicht warum. Das ist ja der Kübauer, die Gott sei Dank dann kommen, der hat das dann eh in die Hand genommen, das Ganze. Da war ich eigentlich nicht mehr bereit dazu, dass ich da so viel investiere. Muss ich sagen, da war ich dann schon 33 und habe dann einfach vielleicht nicht mehr den Biss gehabt, dass ich sage, jetzt habe ich nach der Knöcheloperation immer wieder Probleme gehabt und war vielleicht nicht mehr der Biss da, den was man braucht hat. Aber nach einem Jahr, also mit 33 bin ich dann in die Regionalliga gegangen, da ist es sich schon ausgegangen. Ich habe mit einer ein bisschen gefernsten Frage begonnen und wollen mit einer ein bisschen gefernsten Frage aufhören. Ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht. Aber man hört ja schon immer wieder von Experten oder Beobachtern deiner Karriere, naja, der Rheinmeier hat solche Anlagen gehabt, der hätte eigentlich noch viel mehr machen können oder müssen aus seiner Karriere. Stimmt das? Oder wie glücklich bist du, wie zufrieden bist du mit deiner Karriere? Ich bin sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das gemacht, was ich immer machen wollte. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, habe lange Zeit gut leben können davon und mir ist gut gegangen und ich habe einen Spaß gehabt dabei. Ich habe auch meine Zigaretten nicht ausgelassen, ich habe mein Bier nicht ausgelassen. Das haben wir beim Thema echte Typen. Ja, ich habe gelebt, Gott sei Dank. Und ich möchte nichts missen, was ich gemacht habe. Klar, jetzt würde ich vielleicht jetzt mit meinem Wissensstand oder wie ich als Trainer jetzt agiere. Vielleicht die eine oder andere Zigarette weglassen. Du würdest gar nicht mehr angreifen. Jetzt seit 8 Jahren rauche ich nichts mehr. Also das mit, jetzt ist es auch schon wurscht. Ja, aber trotzdem. Nein, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber dass ich mehr Talent gehabt hätte, das weiß ich auch. Also, aber man muss immer auch schauen, welcher Typ will man das überhaupt. Sie so geißeln und wirklich so alles für den. Die These wirft mir ja auch immer wieder einen gewissen Mario Basler an den Kopf. Argumentiert dann aber ähnlich wie du und sagt, ich weiß nicht, ob ich der gewesen wäre, der sich extra schinden hätte wollen beim Training. Und er sagt dann auch ganz offen, ich weiß auch nicht, ob ich dann so gut gewesen wäre, wenn ich mich nicht die Lockerheit nicht gehabt hätte. Ausleben hätte dürfen. Genau. Das weiß ich auch nicht. Oder das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist schwer. Aber klar, vom Talent her brauche ich nicht. Aber das sage ich meine eigenen Spieler in der Unterliga oder in der Oberliga genauso. Da habe ich kein Problem damit. Ich bin so, wie ich bin, ich kann mich eh nicht ändern. Oder ich kann jetzt nichts mehr hinten noch ändern, das hilft ja nichts mehr. Es ist so, wie es war. Man hat Fehler gemacht, mehr als genug, Gott sei Dank. Und ich bin aber froh, dass ich die gemacht habe. Weil jetzt kann ich den jungen Spielern das auch weitergeben, dass ich ihnen da hilft, wenn sie Fehler machen, dass man auch die machen darf. Und dass man durch das aber lernen muss. Und vor allem hättest du jetzt in dieser Interviewaufzeichnung nicht so viel zu erzählen gehabt und nicht so coole Geschichten auf Lager gehabt. Genau. Dafür bin ich ja besonders dankbar. Genau. Vielen Dank für deine Zeit und für die ausführlichen verbalen Erinnerungen an deine Karriere. Das war's mit Hannes Rheinmeier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.